So, moin moin, willkommen zur Folge 10 LS22. Genau, wir haben ja, glaube ich, immer noch keine Aufträge und können auch keine generieren, ja. Weil im Februar auf dem Kalender nichts abgeht. Baumwolle ansehen, aber ich glaube, da gibt es im Moment gar keine Baumwollfelder. Von daher würde ich jetzt noch mal eine Runde schlafen gehen. Wir starten mal um 7 Uhr morgens im März. Dann hoffe ich, dass ein paar Aufträge drin sind. So, Kohle ist weg. Mal rein. So, da haben wir ganz viele Säaufträge. Wir haben sogar einen 23.000. What? Ich habe gerade Feld 2 angeklickt, jetzt ist er weg. Was ist das für ein Scheiß? Lol? Lol? Guck mal, ich klicke hier rum. Verschwinden einfach. Lol? Der nächste ist weg. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aufträge drin. So, jetzt klicke ich hier ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob das mit dem Klicken zu tun hat. Oder ob das zeitliche Komponente ist. Aber hier war gerade ein Auftrag Feld 2 drin, säen. Das gucke ich mir jetzt mal an. Feld 2 ist doch hier oben, ja. Warum ist denn das jetzt auf einmal aus den Aufträgen verschwunden? Hat das jetzt das Game gesät hier oder was ist passiert? Fruchtart Hafer im Wachstum. Ja, lol. Jemand Hafer gesät einfach, während ich die Quest picken wollte. Das ist ein Scheiß. Muss ich das anders konfigurieren? Doch hier das aktiviert. Ja, keine Ahnung. Okay, dann nehme ich jetzt halt den Auftrag hier. Feld 33, der ist noch relativ groß, würde ich sagen. Was muss ich denn hier? Sonnenblumen. Geräte ausleihen. Wenn noch ein mit Sonnenblumen, ja, haben wir 31, der ist doch bestimmt daneben, oder? 61. Mit der 31. Die 31 ist da drüber, ja, dann nehmen wir den auch noch mal mit. Akzeptieren. So, wir schauen nochmal in die Tiere rein. Die haben noch genug zu fressen. Die Hühner auch. Die auch. Und unsere Fabrik hat auch noch 2200 Wolle. Die müsste damit eigentlich noch ein, zwei Tage hinkommen. Okay, ja, dann können wir eigentlich mit dem Auftrag hier starten. Beziehungsweise ich muss dann noch Saatmittel holen, ne? Auch noch Geld für. Scheiße, wir haben noch 2000. Hier muss ich hin. Big Packs. Saatgut. Ja, 3 geht schon nicht mehr. Ich kaufe mal 2. Keine Ahnung, wie weit ich damit hinkommen werde. Scheiß Baum bleiben, also mit der Kollision. Ne? So, erstmal auffüllen. Alter, wieso haben wir denn da 2 Anzeigen? Guck
mal, da passt doch nur 2000 Liter rein, aber was ist das andere denn? Z? Ist da noch Dünger rein oder was? Okay, aber dann ist ja passend, dann könnten wir hier nicht mehr kaufen können. So, ich muss wo lang? Ja, eigentlich nur hier links und dann bin ich schon direkt am Feld. Das ist es auch schon. Aufklappen. Eieiei, ist so groß. Warte mal, da muss ich nochmal neu ansetzen, glaube ich. So eine große Breite hatte ich aber nicht erwartet. Hoppla, ah, scheiße, auch nicht wieder weiter. Ja. Nicht gesenkt, ich Idiot. So, Saatmaschine senken. Schön noch mit den Steinen hier drin, weil es dafür natürlich keine Aufträge gibt. So, machen wir mal die Anzeige mit an. So. Schade, dass es hierfür keine, nicht so ein Overlay gibt, dass man das einfach ja, oben rechts unter der Anzeige gibt, sieht. Ich weiß gar nicht, ob es dafür vielleicht eine Mod gibt oder so. km/h, aber dafür wenigstens ordentlich breit. Quest gibt 20.000. Gut, wir müssen jetzt nochmal das Saatmittel abziehen, aber es immerhin geht es nur sehr langsam runter. Ah, ja, 4% habe ich schon runter und wir haben auch 4% von der Quest. Also brauchen wir wahrscheinlich auch so um die 2000 Liter. Und dann haben wir ja noch die andere. Also einmal muss ich wahrscheinlich noch ein Paket nachkaufen. Na gut. Dann würde ich sagen, gebe ich Gas und mache das Feld fertig. So, mal kurz Update. Ich bin auf 72% runter. Und wir haben hier 31% schon geschafft. Das heißt, es geht sich ein bisschen besser aus. Ich war ja auch gerade nochmal auf diesem Turm dazu, wo scheinbar ein Sammelobjekt zu sein scheint. Das würde ich mir jetzt auch nochmal eben einsacken wollen. Ah doch. Geht, aber ach, hier kann ich auch nichts machen. Gibt's auch nichts. Oh, kann ich irgendwie scheinbar durch die Decke durchspringen. Vielleicht von den Kisten aus nochmal. Ah. Teilweise müssen die da echt noch mehr besser mit Kollisionen arbeiten. Ja Leute, jetzt komme ich hier nicht mehr runter, oder was? Ah doch. So. Da haben wir noch ein bisschen wieder Kohle reingeholt. Wir machen jetzt noch mal 20.000 durch die Aufträge. Ich fahre mal eben hier kurz rüber. Und ja, dann können wir gucken, wie wir die 30.000 investieren wollen. Aber du wirst wahrscheinlich erstmal den Kredit abzahlen. Da muss ich mich weiter über die nächsten Monate hocharbeiten, sodass wir dann vielleicht meinen eigenen Traktor holen können. Und ja, ich muss halt noch irgendeinen Auftrag machen, dass wir wieder Futter für die Hühner kriegen.
Das wird bald auslaufen. Ja, so sieht erstmal so der grobe Gameplan aus. Natürlich müssen wir noch den Shop im Auge behalten. Was haben wir denn hier? Feldhäcksler mit Legemaschine. Brauchen wir beides erstmal nicht. Ja, okay. Dann mache ich mal weiter. Wir sehen uns gleich. So, ich fahre jetzt hier gerade immer beide Felder quasi gleichzeitig, einfach da über den kurzen grünen Streifen. Das Kleine müsste ich jetzt eigentlich jeden Moment durch haben. War vorhin schon, glaube ich, auf 86%. Mal gucken, ob diese Ecke hier reicht. Und noch ein bisschen was offen gelassen. Oh, es wird knapp. Und nein, wir haben noch 97%, lol. Muss wir noch mal schauen. Mit dem Großen bin ich jetzt auf 81. Das heißt, diese Ecke hier noch. Ja, da muss ich mal schauen, wie viel Liter ich hier noch drin habe. Wenn ich noch ein neues Paket kaufen muss, würde ich die andere Sonnenblumenquest auch noch machen, sofern sie überhaupt noch da ist. Irgendwie ist das ja ein bisschen merkwürdig mit dem Contracts. Muss ich gleich nochmal reinschauen, ob ich da nochmal was verbessern kann. Mit Mods oder irgendwelchen Settings oder so. So, ich habe beide Quests abgeschlossen. Ich muss hier nochmal neu auftanken. 1000 Liter rein, das heißt, ich habe jetzt noch gut 900 Liter. Das heißt für mich eigentlich, dass es Sinn macht, noch eine zu nehmen. Können hier 61 oder 77 nehmen. Wo sind die denn? Die 61 ist hier. Die 77 ist hier. Die sieht für mich irgendwie interessanter aus. Ich hoffe, dahin bin ich. Hoffe nur, dass die von der Größe noch reicht für, sonst muss ich nachher nochmal auftanken, aber egal. No risk, no fun. Wir nehmen die. Jetzt mal schauen, wo sind wir? Hier müssen wir nach links auf die Hauptstraße, dann hier runterbrettern. Ja, wir fahren mal nicht über das Feld, sondern einen vernünftigen Weg hier hinten lang. Ja, ich hoffe, das reicht mit 94 Liter. Kann man, vielleicht wird das ja auch angezeigt, wie viel Liter man braucht in den Details. Da, Details an. Er braucht 402 Liter, steht da. 17 Minuten, sagt er. Da bin ich mal gespannt, ob 400 Liter reicht. Dann bin ich, müsste hier bei 500 raus, am Ende rauskommen. Dann müsste ja theoretisch sogar noch die andere möglich sein. Da bin ich echt mal gespannt. Da habe ich noch irgendwie meine Zweifel, aber gut. Das Ding hier hat 20.000 Euro gegeben und die neue, die ich jetzt angenommen habe, gibt 4.000, 5.000, also ein Viertel. Ja doch, alles könnte hinkommen. Oh, ich finde Traktor, ein Case IH Magnum 400 Power Drive. Oder ist das das Ding? Nee. Case Magnum 400, den finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Sieht eigentlich ganz gut. Weiß aber auch nicht, wie anspruchsvoll das Ding da hinten dran ist. Aber einigermaßen Power. 35 fährt er hier hoch mit dem Gerät. Eigentlich müsste dann ja auch noch die andere drin sein. Wobei die anderen sind jetzt auch nicht mehr verschwunden. Ich warte erstmal ab. Ich kann sowieso nur drei gleichzeitig, aber die kleine kann ich ja jetzt schon abgeben. Nur in der Kurve ist immer schlecht. Da. Abschließen. So. Kohle schon mal eingesackt. Wie sieht's denn aus mit unseren
Kredit. Ah, das ist nur ein großer. Das bringt gerade nichts, den anzuzahlen. Ich glaube, wir müssen dann auch morgen oder übermorgen spätestens Milch mal fahren. Wir haben jetzt 10.300 Liter und da passt ja nur, ich glaube, 16.000 rein in den Anhänger, den ich geholt habe. Wir haben noch gar nicht so viel Kühe. Also wenn der Stall voll ist, muss man da, glaube ich, täglich auch die Milch wegfahren. Beziehungsweise, na gut, das Ding kann theoretisch mehr lagern, ne? Dann kannst du auch an einem Tag mal zweimal fahren. Oh ja, trotzdem gut, was die Kühe abwerfen, aber die kosten natürlich auch entsprechend. Und man muss auch Silage reinballern, um die zu füttern. So. Wir machen mal hier auf guter Bauer, fahren hier nicht durch den ausgetrockneten Fluss oder was das darstellen soll. Sondern nehmen hier schön diesen Weg und können dann hier oben direkt auf der Längsseite anfangen. So, ausklappen sollte ich auch nochmal. Besser wäre, wenn ich da links anfange, aber da stehen überall Bäume. Einfacher ist es, wenn ich hier fängt das Ding ab und schalten. Ab geht's. Ja, es ist nicht groß, das Feld. Mit der Saatmaschine ist das echt gut, die anderen Dinger noch mitzunehmen. Ich glaube, ich fahre jetzt hier einmal länglich und dann mache ich erst die linke Seite da. Jetzt schon 10%. Bei etwa 50 Liter, ja, dann müsste es hinkommen mit 500. Nee, warte, aber der doch. Nee, er hat gesagt 400 Liter, ne? Und 500 hatte ich gesagt, müsste ich überbehalten. Ob ich da noch das 61er Feld mit hinkriege. Hier sagt er 269, ja, das müsste ich hier nicht. Ich nehme das Ding auch noch an. Können die Kohle gut gebrauchen. Es ist gerade mal 8.43 Uhr morgens. Nicht so viel gemacht an dem Tag. Habe bis zum Mittag 4 Felder gesät. War nicht schlecht. Aber ist auch eine super Maschine hier, meine ich. Ich schätze schon, dass es eine der besten ist. Ich kenne mich da jetzt nicht aus bei den Sonnenblumenmaschinen. Habe ich vorher noch nie selbst ein Sonnenblumenfeld gehabt. Kann ich mal auf Rückfahrt mal reinschauen. Shop. Zack. Das Einzelkorn-Saattechnik. Ist die hier, oder? Porsche Mestro. Ne, warte, da passt 9000 Liter rein, das macht keinen Sinn, oder? Oder muss ich bei Saattechnik? Jetzt muss ich schon wieder drehen hier. Wie heißt denn das Ding? Hier fahre. Kann man daraus erkennen? Ja doch, Porsche Mestro. Ja doch, das war die. Ah, warte mal. 9000 Liter war aber, glaube ich, weil das Ding zwei verschiedene Sachen füllen kann. Mal eben reingehen. Einzelkorn. Das kann nämlich Dünger auch noch. 12 Meter breiter das Ding.
PS braucht das. 350 PS, ja, okay. Der Traktor scheint einiges an PS zu haben. Dann haben wir einfach hier die dickste Saatmaschine. Da ist klar, dass wir die anderen Felder auch rucki-zucki durchkriegen. Die äußeren Räder, die drehen irgendwie gar nicht mit. Sind die in der Luft? Nö. Schade, also eigentlich müssen. Ja, jetzt dreht das linke mit. Okay, die können auf jeden Fall mitdrehen. So, bei wie viel bin ich denn schon? Kommen wir mit 500 Liter hier aus dem Auftrag raus. Das könnte klar gehen. Steht denn da oben eigentlich an der Maschine dran, wenn man die anklickt? Einzelkorngeräte sind spezielle Sendmaschinen, bla bla. Okay, das steht aber nicht. Okay, die können das aber alle, diese Einzelkorn-Saatmaschinen. Können wahrscheinlich direkt noch mit düngen. Oder? Das ist doch Mineraldünger, ne? Oder ist das... Warte mal, was ist denn das für ein Icon? Wo ich hier Quatsch erzähle. Wo sind denn die Icons? Das ist so scheiße, dass man da nicht einfach mal ein Mouse-Over drüber macht. Da. Hier Produkte. Ertragsbooster. Mineraldünger ist das, ja. Das heißt, das Ding kann Dünger abpassen. So, 96%, 97, 10 reichen, oder? Vielleicht hätte ich ein bisschen besser fahren sollen. Hey. Ach, hier ist noch was. Ups, jetzt habe ich hier was gemacht. Den Rand hatte ich hier nicht gemacht. Fertig. So, klappen. Ab nach oben. Oder? Hier lang? Doch richtig sein, ne? Hier. Ja.
Ah, wir hätten theoretisch auch diesen Weg da lang fahren können. Dann war aber hier die asphaltierte Straße. Ja, das geht sich dann ziemlich gut aus. Bleiben noch 200 Liter Mineraldünger übrig. Bin dann sogar relativ nah an unserem Hof. Da könnte ich die theoretisch auch dort abladen. Das ist auch nochmal gut. Dann können wir gleich den Traktor nehmen und vielleicht ein bisschen Milch fahren oder so. Hier muss ich lang, ne? Das? Ah ne, das ist noch gar nicht mein Feld. Wow, ich dachte schon, was ist das für ein Minifeld? Das ist mein Feld. Oh je, wie. Das hat aber eine scheiß Form. Bisschen steil auch. Auf jeden Fall das nervigste von allen Feldern, von der Form her. Aber auch das kleinste, glaube ich. Oder zweitkleinste. Jawohl, da bin ich durch. So. Wir haben noch 664 Liter über. Dann fahren wir mal, ja, wir fahren mal hier lang und laden die mal bei uns auf dem Hof ab. Beziehungsweise erstmal würde ich jetzt zwei der, die kleinen Aufträge schon mal abgeben. Den großen kann ich noch nicht abgeben wegen dem Fahrzeug. So, fahren wir denn hier lang? Ui, ui, ui. Tunnel. Cool. Muss ich mal direkt ein Foto von machen. Nie gefahren den Weg hier. So, ich weiß aber nicht, ob ich mit. Also, das Teil ist eigentlich wirklich Killer, aber habe ich jetzt noch. Also, vier Saataufträge reichen mir, glaube ich, erstmal. Ich werde mir jetzt nochmal um die Milch kümmern gleich. Und ich würde gleich mal schauen, was dann im nächsten Monat los ist an Aufträgen. Wo will ich das Zeug am besten abladen? Das ist die Frage. Theoretisch kann ich das sagen, da steht sowieso der Radlader, dann würde ich das mal hier abladen. I, da. Ja, ich lasse den erstmal hier stehen. Und dann holen wir mal Milch ab. Warte mal, ich werde erstmal gucken, wo wir die verkaufen können. Am besten drei Spots, die geben aber alle ungefähr gleich viel. Und die Bauerkäserei, die haben wir hier auf dem Hof, die gibt es sogar am meisten. Das ist doch hervorragend.
So. Da hinten können wir auch füllen. Oder? Müsste doch auch funktionieren, wenn ich hier vorwärts reinfahre. Füllung starten. Weit kann er wieder triggern. Oh, jetzt aber eine gute Reichweite. Bis hierhin. Hervorragend. .500 Liter. Tausender gab es ungefähr pro Liter oder 950, ne? Also nochmal 10.000. Dann hätten wir 30.000. Dann kriege ich nochmal 20.000 durch die Auftrag. Ja, dann können wir, glaube ich, schon fast den Kredit abbezahlen, oder? Das Ding muss ich auch nochmal mitnehmen und sauber machen. Können wir gleich mal machen. Theoretisch könnten wir jetzt auch demnächst hier auf dieses Gebäude fahren. So, ich muss das eigentlich nur hier abkippen, ne? Das müsste ich eigentlich hier rückwärts rein. Was den anderen Anhänger. Jetzt die kriege ich dann direkt Geld her. Sehr, sehr gut. Es klingelt im Karton. Also, immer noch nichts Tolles drin. Neue Aufträge gibt's auch nicht. Erstmal dieses Mehrwerk loswerden. Kann wieder nicht fahren. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir schauen noch mal auf den Kalender. Im April geht es auch wieder los mit einigen Früchten, Mais, Sojabohnen, Sorghum, Hirse. Mal gucken, ob sie dort von anpflanzen können oder ob wir Aufträge kriegen. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich nur noch diesen Anhänger hier einparken. Auf Kamera, weil ich dafür zu dumm bin und mir das peinlich ist, den vernünftig einzuparken. Und dann würde ich wahrscheinlich den Auftrag abgeben und den Tag wieder skippen. Ja, das ist so der Plan. Aufzeichnung läuft auch schon eine Stunde 14. Das muss ich zusammen schnibbeln und dann, ja, wäre es das erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.